Hi und herzlich willkommen. Ja, es ist mal kein Speedband und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen nervös, wie die Reaktionen folgen werden. Ich möchte lediglich zeigen, wie ich call, weil es irgendwo das ist, was mit am besten ankommt und es auch eine Hilfe einfach an die sein soll, die damit Probleme haben. Und ich werde öfter gefragt, wie ich call und ich warne gleich vor, ich bin nicht die Beste im Beschreiben. Deswegen hoffe ich einfach, dass dann das Bildmaterial dazu mit selbsterklärend oder ergänzend ist, wenn man jetzt nicht so wirklich versteht, worauf ich hinaus wollte. Das Ganze, also ich werde dieses Bild hier colorieren. Es ist mein Magical Girl. Yay! Cassandra. Ja, wenn ich Zeit, Lust und Laune finde, werde ich dazu auch mal ein Manga machen, weil es soll einfach auch eine Übung sein, wenn ich mal da reinkomme. Und das Ganze wird in drei Schritten ablaufen, Schrägstrich in drei Videos. Also zuerst Haut und Augen mache ich, dann kommt Haare und zum Schluss zeige ich euch, wie ich Kleidung color. Da hier das Gesicht recht klein ist, dachte ich mir einfach, ich habe dann, ihr dann auch gleich im Anschluss sehen werdet, ich werde es dazu raffen, damit es nicht allzu lange dauert, habe ich diesen Headshot dann noch gemacht. Er ist etwas größer als A5. Und damit ich halt hier besser vor allen Dingen Augen, weil ich meine, hier ist kaum was, das sind nur ganz kleine Punkte und das kann ich halt viel besser verdeutlichen hier. Auch wenn meine Augen eigentlich recht simpel gestaltet sind, aber ich dachte einfach mal so größer, vielleicht hilft es den einen oder anderen. Ich habe es auch deswegen gemacht, weil ich zwei Hautmethoden habe. Bei beiden nehme ich dieselben Comic-Marker als Basis und dann arbeite ich immer mit Buntstiften nach, weil ich finde sonst einfach, es fehlt dieses Etwas, wo du sagst, ja, also ich finde sonst immer, die Color wirkt sonst zu flach, zu langweilig ohne. Mir fehlt halt einfach der Kontrast. Deswegen arbeite ich grundsätzlich mit Buntstiften nach, egal bei was. Und weil Marker ja auch eine gewisse Breite haben und für Details sind Buntstiften nun mal top. Naja, jedenfalls, ja, die beiden Lines könnt ihr auch auf meiner Seite DeviantArt finden. Ich werde euch dazu die Links in die Kommentare packen. Also wenn ihr dann Lust habt, vielleicht mal das ausprobieren, wie nach meiner Hilfestellung oder ihr legt gleich los oder nebenbei, keine Ahnung. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß und ich hoffe, ich kann irgendjemandem irgendwie weiterhelfen und das ist nicht vollkommen, naja, hilflos. Und ja, mir ist aufgefallen, dass das eine Auge hier mehr in der Ellipse ist als das runter. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie jedes Mal. Gerade bei großen Augen ist es richtig schlimm. Egal, ich wünsche jedenfalls viel Spaß. Ich würde mich über Kommentare freuen, was euch aufgefallen ist, was euch gut gefallen hat, was scheiße war. Na gut, scheiße, da weiß ich bestimmt, wie das war. Jetzt nicht direkt scheiße waren, sondern was jetzt nicht so gut war. Wäre mir lieber, weil Scheiße ist ein bisschen Angriff. Und ja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls viel Spaß.
legen wir mal los. Wie gesagt, Copics nehme ich halt immer so als Basic. Und zwar als hellste Farbe E000 Pale Fruit Pink, darüber dann Eggshell. Darüber kommt dann Skin White oder Milky White, je nachdem, was ich zuerst auf meinen Beute fische. Dann Pink Flamingo als mit dunkelster Schatten. Und dann, wenn jetzt irgendwas Schatten wirft, wie zum Beispiel Message drin, dann hier Stunt was allgemein beim Color zu beachten ist, also es kommt darauf an, was für ein Stil ihr machen wollt. Ich mache eigentlich auch Manga. Aber ich richte mich nach semi-realistischem Stil. Das ist zum Beispiel auch, warum meine Augen für Manga-Verhältnisse klein sind. Jedenfalls, bei Manga ist es dann meist so, dass nur bei den Augen so ein minimaler Schatten für Augenhöhleandeutung kommt und Nase hat nichts. Dabei hat die eigentlich immer Schatten. Egal von welcher Seite das Licht kommt. Gerade der Nasenrücken. Selbst wenn das Licht direkt auf die Augenhöhe jetzt strahlt, ich finde, man hat trotzdem einen minimalen Schatten. Auch wenn er kaum auffällt, aber er ist einfach da, weil du hast ja eine Erhöhung und du hast eine Tiefe. Und wenn du jetzt nur, sagen wir jetzt einfach mal, mit dem Basston, also jetzt wie bei mir Pink, Pear Fruit Pink, das machen würdest, würde das recht leicht flächig aussehen und das ist mies. Also ich mag das einfach nicht. Soll jeder machen, wie er will, aber ist einfach nicht mein Favorit. Dann beim Kopf zum Beispiel eben Augenhöhle, Nase hat in der Regel eigentlich immer Schatten. Pony wirft Schatten, Haarsträhnen oder wie jetzt hier Brille kann man auch so minimalen Schatten machen. Und gerade auch hier die Abflachung am Gesicht. Du bist ja nicht eckig, quadratisch gut. Also du hast eine Abflachung, die dann auch entweder Licht oder Schatten wirft. Naja, Licht wirft es nicht oder halt Licht abbekommt, sagen wir jetzt, wenn es zum Beispiel von rechts kommt. Wo ich auch glaube, von da nehme ich das Licht. Es ist halt, wenn man wirklich eine plastische Color erzeugt, so dass man wirklich denkt, da ist eine Delle, da ist eine Tiefe, da ist, keine Ahnung, da müsst ihr plastisch lernen zu denken. Ich meine, ich kann es auch nicht perfekt, aber ich versuche es wirklich immer mehr, damit ich auch wirklich immer mehr mein Ziel hinterherkomme, und zwar eine realistische Color oder wenigstens semi-realistische. Ja. Alter, was habe ich mit der Hand gemacht? Egal. Es ist jetzt auch schon wieder Monate her, wo ich die Lines hatte. Ich kam die ganze Zeit einfach nicht zu. Naja. Und was auch wichtig ist, was mir gerade im Manga-Bereich immer oft auffällt. Also ich habe ja nichts gegen pastellige Color. Sollt ihr machen, wie ihr wollt. Aber ihr braucht dann auch Kontraste, weil sonst wirkt es leicht flächig und dann fehlt einfach diese Dimensionalität im Bild. Und das ist dann immer echt schade, weil ich mir dann auch immer denke, ah, noch ein bisschen und es wäre mehr. Weil man dann vielleicht nur. Sagen wir jetzt mal, man hat eine Basefarbe und dann geht man jetzt nur mit Eggshell rüber und das war's dann. Da ist kaum Kontrast, da ist kaum Dimensionalität drin und das ist einfach echt schade, wenn man manche Lines sieht und sich denkt, geil, mal gucken, was rauskommt. Finde ich echt immer wieder schade, aber klar, ich will es niemandem vorschreiben, aber es ist halt einfach nur, ich finde es blöd. Weil ich liebe gerade das Color dafür. Es fasziniert mich einfach, dass du hast nur ein stinknormales Blatt bei dir vor dir. Glatt, ohne irgendwas. Und mit Hilfe von Kontrasten kannst du den Eindruck gewinnen lassen, dass da Ruckel, Tiefen, Dellen, Lichtpunkte, also dass halt wirklich so Sonnenstrahlen ins Bild reinfällt. Es ist halt dieser ganze Eindruck, dass du wirklich einen dreidimensionalen Eindruck machen kannst, nur mit Hilfe von Farben. Liebe ich einfach nur so abgöttisch daran. Deswegen finde ich es halt immer schade, wenn irgendwo zu wenig gemacht wird. Deswegen ist es halt wirklich nur Hilfestellung, Tipps für diejenigen, die nicht zufrieden sind oder nicht weiterkommen, Hilfe brauchen, keine Ahnung. Wenn ihr
auch irgendwas ist, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare fragen. Ich versuche, so geht es geht, darauf zu antworten. Und es soll sich jetzt bitte keiner angegriffen fühlen, wenn er zum Beispiel Cell-Shading liebt oder allgemein halt Pastellkoloration oder es halt selbst macht. Ich habe ein paar wenige, wo ich es auch wirklich geil finde. Und das ist zum Beispiel Shams, weil auch wenn sie pastellisch arbeitet, hat sie Kontraste drin. Ihr findet sie auf Facebook, so für den Fall. Ich packe sie dann am besten halt einfach auch mal in die Beschreibung, damit ihr halt wirklich ein Beispiel habt, was ich jetzt meine, wo ich sage, da ist Cell Shading, warte, Pastell Color und Kontraste wirklich perfekt harmoniert. Also, mir fällt gerade kein anderer ein. Deswegen. Naja, aber genug gelabert. Ich schläge jetzt endlich mal los, ne? Zumindest erstmal meine Base geschafft. Und wie ich schon. Nein, das habe ich noch nicht erwähnt. Doch, habe ich eigentlich schon, aber egal. Ja, also wie gesagt, ihr müsst auch auf Schatten werfen, weil in der Regel tut jeder Charakter sich selbst Schatten zu werfen. Weil du hast ja in der Kleidung meist irgendeinen Klimbim oder selbst wenn es jetzt einfach nur ein einfaches Kleid ist. Es wirft ja auch Schatten auf die Beine. Oder wenn sie jetzt wie hier, Rock wirft ja auch nochmal den Schatten zu. Fächer hier, Arm muss ich dann hier beachten. Allerdings wird das nicht allzu stark sein, weil er ja etwas entfernt ist. Obwohl, warte, der ist vor der Brust. Ich komme von da. Es ist kein Schatten, okay. Ja. Das ist halt immer so, weil ich habe nämlich auch immer selbst aufpassen, nochmal kurz überlegen, warte, geht das jetzt oder ist es dann schon wieder irgendwo ein Anhaltspunkt, wenn ich da in den Schatten setze? Also ist es schon etwas kompliziert, finde ich. Naja, egal. Hier jedenfalls mache ich dann die Schatten mit Brauntönen. Ich habe nämlich, also wie gesagt, ich nutze immer denselben Basic-Ton, selben Stifte. Nur ich nehme dann immer andere Buntstifte für den Tarn. In dem Fall nehme ich jetzt Braun, weil hier ist eine kleine Hügnerin. Sehr, nicht sadistisch. Na gut, kann so auch sein. Sarkastisch und mir wurde irgendwann mal geschrieben, wo ich halt am Anfang nur Brauntöne genommen habe, dass es was so einen dreckigen Tarn hat. Und es passt einfach. Die ist jetzt kein Arschloch. Außer wenn man sie heizt. Aber egal. Sie hat ja dann auch nur schwarz, rot und weiß an. Haare weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Normalerweise ist immer das Erste, was mir einfällt, aber jetzt ist es mal andersrum. Dann finde ich das ganz passend. Pink war irgendwie so, ich weiß nicht, passt nicht so ganz, finde ich. Das werde ich dann dagegen in Pink tun, werde ich dann bei dem Headshot machen. Und ja. Ich hab's falsch. Für den Braunton nehme ich immer vier Farben. Und zwar, Moment. Zum einen nehme ich mir dann immer Ocker, so als Grundschatten, sage ich jetzt mal. Als nächstes greife ich mir dann, Moment, ich muss da rumkramen, der versteckt sich immer. Müsste der Ton sein. Ja, genau.
Ich kann euch nicht sagen, welche Farbe das ist. Das sind keine Polychromos, sondern, wie ihr lesen könnt, halt schon. Bulli-Color von Garino. Und ich finde die eigentlich genauso gut wie Polychromos. Und der kostet 72. Nee, nicht 72, oder? Warte. Doch, 72 Stifte. Auf eBay zumindest. Mit Versand plus minus 25 Euro. Und es ist einfach nur Bombe. Die sind etwas weicher als Polychromos. Manchmal Jungs deswegen nicht, aber ich finde es deswegen gerade gut. Ich hasse harte Bleistifte und das ist einfach meist bei No-Name. Deswegen hatte ich da mal so meine Tücken. Weil ich habe einen relativ festen Druck und wenn ich dann auch noch harte habe, zerstöre ich mehr das Papier als alles andere. Vielleicht kann es bei euch genau andersrum sein. Ich weiß es nicht. Ich kann nur die einfach empfehlen. Ich finde die einfach nur top. Okay, dann habe ich als nächstes Venusbraun. Und zuletzt nehme ich immer schwarz. Und manche finden schwarz eigentlich eher selten, aber ich nehme es eigentlich immer. Weil zum Beispiel gehe ich dann immer bei den Haarsträhnen so in die Ecken und mache da nochmal nach. Und ich finde immer, dieses kleine bisschen hat nochmal eine gewisse eigene Wirkung, unterstützt nochmal diese Dreidimensionalität. Ist natürlich nur meine Meinung und ihr könnt es auch gern anders sehen, aber es ist einfach nur, wie ich halt denke und handle. Und dann verblende ich halt immer mit dem Grundton. Deswegen, egal welches Medium man nutzt, jetzt ob Copic, Aquarell oder keine Ahnung, ich rate euch immer von beiden Medien dieselben Farben zu nehmen, einfach zum Verblenden. Weil sonst hast du manchmal, sieht es einfach, dann geht der Übergang nicht so fließend. Ihr könnt es natürlich als eigenes Stilmerkmal nehmen, dass ihr harte Übergänge habt, aber ich mag mehr weiche. Außer bei Metall, da musst du wirklich harte nehmen, sonst wirkt das nicht so ganz. Aber okay. Und dann verstärke ich einfach nur hier die Schatten, die ich schon so angedeutet habe. Ich glaube, für Typen, die Cell-Shading machen, ist das genau richtig jetzt, aber mir fehlt da was. Nein, es ist mir zu wenig. Ich brauche mehr. Naja, jedenfalls. Ich leg dann mal los. Bis jetzt auch noch nicht erwähnt. Wenn ihr colort, würde ich euch immer empfehlen, dass ihr von hell nach dunkel geht, weil so finde ich, kann man A, besser Fehler ausmerzen, weil wenn du mit deiner dunklen, mit deiner hellen Farbe es auf eine dunkle Fläche triffst, dann würdest du ja jetzt hier zum Beispiel bei Garakan im Extremfall schwarz, dann so einen schwarzen Streifen mitziehen und den wieder ausmessen oder so aussehen lassen, dass es wirklich mit Absicht so ist, kann oft genug nach hinten losgehen. Und vor allen Dingen, zumindest geht es mir so, ich kann nicht sofort Schatten einteilen. Ich muss mich erstmal dem Bild, ja, nähern. Also ich weiß jetzt nicht, wie man es korrekt ausdrücken könnte, aber ich kann nicht, ich sehe nicht sofort Schatten, also ich muss mich da erstmal rumprobieren, bis ich sage, ah, okay, da ist er.
keine Ahnung, wie es bei euch ist, aber ich würde das halt empfehlen. Auch wenn es heißt, dass man bei Copics am besten von dunkel nach hell geht, weil es sich dann einfach besser verwenden lässt, dann ist es einfach so, ich würde es ehrlich gesagt auch nur ein bisschen durchstimmen, weil es geht genauso andersrum. Naja, du musst auch, wenn du von dunkel nach hell arbeitest, schnell arbeiten, aber ich sehe da keinen Unterschied. Nur das machen halt die meisten wegen Verblenden. Und jetzt außer bei Schwarz mache ich sonst immer hell zu dunkel. Ich kann einfach nicht sofort den Schatten einteilen. Außer bei Schwarz. Da geht's. Und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt hier so über die Lines der Haare fährt, wie hier manchmal, ist zwar jetzt nicht großartig, aber sagen wir jetzt mal, ihr macht halt so, achtet jetzt kaum auf die Lines und ja, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel so. Und das halt jetzt so überall am Rand. Und dann könnt ihr es einfach mit der dunklen Farbe übermalen und dann sieht es am Ende auch keiner mehr. Es ist halt so immer das Gute dran. Du kannst damit echt besser Fehler reduzieren, finde ich. Und wie gesagt, wenn du dann aus Versehen an die schwarze Farbe, warum man mich immer schwarz, wenn du an die dunkle Farbe kommst und das damit siehst, das kann dir sehr gut in die Hose gehen. Und es passiert oftmals bei Bildern, wo du dachtest, jawohl, Mann, jetzt habe ich es, das sieht geil aus. Und dann kommt sowas. Bei mir ist es inzwischen eher so, dass Tuschflecken darauf landen. Ist bei einem neuen Bild auch so. Aber ich weiß, wie ich es machen muss. Also, dass sie mich großartig auffallen oder dass man denkt, es gehört dazu. Egal. Also, ich wollte einfach nur kurz anmerken, dass ich es einfach besser finde, wenn man von hell nach dunkel arbeitet, egal ob jetzt beim Colorn, also bei den Flächen, so dass du dich halt an den Schatten rantastest. Oder jetzt allgemein, wenn du die, weiß ich nicht, das ist eigentlich auch wieder Flächen, aber du kannst halt so über die Fehler rübergehen und dann sieht es ganz sauber aus. Ich hoffe jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Meine Erklärung ist scheiße, ich weiß. Damit wäre auch erstmal der rosane Tarn geschafft. Ich entschuldige mich, dass es so dunkel ist. Eigentlich ist es ein schöner Tageshell, aber irgendwie, ich keine Ahnung. Ich muss mir irgendwann mal eine Stehlampe dafür besorgen, damit ich halt wirklich so schöne helle Aufnahmen kriege. Ich weiß aber nicht, wann ich das bekomme. Und vorher brauche ich eine Kamera. Aber ordentlich, nicht Handy. Nee. Egal. Naja, jedenfalls, falls man es nicht sieht, diesmal habe ich es frontal versucht. Ich weiß nicht, aber Nasen sind irgendwie jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Ich weiß gerade nicht, was ich von dir halten soll. Aber ansonsten geht schon. Und ich glaube, ich habe das zu stark betont. Also hier dieser, naja, nicht wirklich Rille, aber ein ähnliches Ding über der Lippe. Naja, man lernt nur über Fehler. So, jedenfalls dann jetzt nur noch die Augen. Ich nehme dann am besten mal helle.
Weil bei dunklen hast du recht schnell einen Kontrast. Aber bei hellen musst du mal aufpassen, dass du auch nicht zu viel machst. Aber trotzdem, dass was da ist, weil sonst sieht es echt creepy aus, wenn dann kein wirklicher Kontrast zwischen Iris und Pupille ist. Sieht dann so leuchtende Augen ohne, bisschen wie leuchtende Augen ohne irgendwas, und ich finde es immer wieder unheimlich. Es ist genauso wie jetzt, wenn du irgendwas gecolored hast, haut jetzt, ich mache das zum Beispiel immer als erstes, weil es halt eigentlich, es hältst du es, außer du hast jetzt weiße Haare. Und ja, und dann weiße Augen bei Haut, das ist creepy. Am besten ganz schnell machen. Und dann mache ich mal. Ich weiß nicht warum, aber ich habe blonde Haare vor Augen. Oder ich mache grün. Grün, ich überlege gerade zwischen grün, gelb oder orange. Gelb. Meine Lieblingsfarbe. Egal. Ich mache jetzt mal gelb, weil das ist. Ich finde, gelbe Augen sind recht schwierig. Weil ich mache jetzt nicht eine schwarze Pupille. Wie andere. Das habe ich schon eine Zeit lang gemacht, aber dann dachte ich mir so, ich weiß nicht. Irgendwie. Nein. Und seitdem. Mache ich eine farbige Pupille. Also je nachdem, was du für eine Hautfarbe hast, bekommst du dann einen Ton dunkler die Pupille. Also plus minus ein, zwei Töne. Wenn man halt wirklich auch einen Unterschied sieht. Weil ich mache jetzt erstmal. Also, wenn man sich so nur im Base hat, es sieht echt creepy aus, ohne erkenntlich Iris und Lichtpunkt. Gerade bei hellen Augen finde ich das richtig schlimm. Es ist dann wirklich so, wenn du dir einfach nur mal den Unterschied anguckst, mit und ohne Lichtpunkt. Ich meine dann einfach auch mal so bei den Einwänden schon gesetzt habe, dann nochmal kurz zeigen, was ich meine. Das ist echt creepy. Und vor allen Dingen auch jetzt ohne so schönen Übergang. Es ist schon einer da, aber er ist nicht so sichtbar. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich gleich mit Buntstiften weitermache. Es ist eben auch wirklich egal, was ich mache. Ich kann nicht ohne Buntstifte. Für mich ist Copic immer Base und dann mit Buntstiften Schatten ausarbeiten. Yo. Ich meine, es gibt manche, die nur mit Copics arbeiten und da echt täuschend echte Sachen kriegen, und ich mich echt frage. Wie? Wie geht das? Ich bin davon jedenfalls meilenweit entfernt. Sehr, sehr. Aber im Moment bin ich mit meiner Color zufrieden, vor allem weil sie auch einen Wiedererkennungswert hat. Ich habe oft genug die Kommentare, dass dann steht, also deine Color erkennt man echt jedes Mal wieder. Oder wenn ich dein Bild sehe und die Color ansehe, weiß ich sofort, du bist das. Oder auch irgendwie mein Stil scheint langsam auch eigen zu werden. Okay, mein Chippies ja, weil da habe ich. Jetzt nicht so dieses typische Baby-Style. Ich bin da kein. Ich weiß nicht, falls. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich beim Tutorial da erklären könnte, aber. Wenn ihr Lust habt, könnte ich auch ein How I Draw Chibis machen. Also, dass ich halt erkläre, wie ich vorgehe. Falls ihr es mögt. Aber vorher kommen dann erstmal Haare und Kleidung. Egal, zurück zum Thema. Jedenfalls jetzt erstmal mit Buntstiften ausarbeiten. Der Vergleich. Es ist. Nur ein Punkt, nur ein verdammter Punkt. Und es sieht das auf jeden Fall lebendiger aus irgendwo als das. Das ist einfach nur creepy. Ist einfach nur, wenn ich es zuhalte. Scheiße, das Schatten. Und wenn ich dann das hier, das Auge, normaler Mensch, und dann kommt, ich töte dich. Ich finde das immer wieder lustig und erstaunlich, wie viel einfach nur ein verdammter Lichtpunkt ausmacht. Das ist so krass geil.
Ebenso Koller. Boah, ich liebe es. Es ist so, du kannst mit einer minimalen Sache so viel ausmachen. Es ist so faszinierend. Ich finde es so abnormal geil. Deswegen, Conan ist mein Baby. Ich bin logisch kein Meister, aber es ist einfach nur Liebe. So. Ja, also das auch nochmal das englische Bild. Wär's dann soweit erstmal mit diesem. Ah ja, nicht Tutorial. Also ich habe schon wirklich bewusst How I Draw. Nee, How I Color. Haut und Haare genannt, weil. Nehmt es nicht zu ernst. Die Color hängt immer auch von eigenen Empfindungen ab. Sprich, wenn ihr jetzt zum Beispiel Cel-Shading liebt, dann glaube ich nicht wirklich, dass ihr meine Color nacheifern werdet. Weil ich bin das komplette Gegenteil. So viel Schatten wie möglich ist. Und das ist auch gut so, weil wenn jeder selbst gleich Color würde, ach halt jetzt. Nein. Nein, einfach nur nein. Kunst lebt davon von verschiedenen Stilen, auch wenn die meisten deswegen gemacht werden. Ich wollte es dann auch schon öfter angemacht. Naja. Ich hoffe, trotz allem, es konnte euch weiterhelfen. Ich würde mich über Feedback freuen. Und ich versuche in 2 Wochen dann den zweiten Part mit den Haaren hochzuladen. Und falls ihr euch wundert, warum das noch keine Augenfarbe hat, aus dem einfachen Grund, weil ich noch nicht weiß, wie ich die Haare mache. Und ich will nicht, dass es sich zu sehr beißt. Deswegen muss ich erstmal gucken, welche Farbe ich dann nehme. Aber ich glaube, ich nehme braun. Also zumindest bei den Augen. Ich muss gucken. Jedenfalls nochmal vielen lieben Dank fürs Gucken. Wie gesagt, die Links zu den beiden Lines werde ich dann auch in die Beschreibung klatschen. Genauso meine Seiten, wo ihr mich findet. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder.